welche Schniekenkarten uns in dieser Collection erwarten und vor allen Dingen welchen besonderen Schatz ich darin gefunden habe, das erfahrt ihr nach dem Intro. Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Wir haben in etwa 1000 OCG-Karten verpackt in zwei wunderschönen Dragon Ball Set-Kartenboxen bekommen. Allerdings nicht wie gewöhnlich von meinem OCG-Händler Yannick, den ich dennoch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Nein, sondern witzigerweise von meinem TCG-Händler Junks Playground, der die noch bei sich rumzuliegen hat. Er hat mir die zugesendet und gemeint, ich soll mir das mal anschauen, ein Video zu machen und ihm dann eine Rückmeldung geben, was ich in etwa zahlen kann. Das heißt, heute Abend werde ich mich mit Yannick ein bisschen zusammensetzen und dann die Köpfe rauchen lassen. Allerdings habe ich schon einen ganz, ganz besonderen Schatz ausgemacht, der hier drin war, und den wollen wir uns jetzt anschauen. Und hier haben wir das Schmuckstück. Ein Trihorn Dragon in Ultra Rare, der so ziemlich jedem Sammler, der auch nur ansatzweise sich fürs OCG interessiert oder interessiert hat, ein Begriff sein sollte. Denn das ist nicht irgendein Trihorn Dragon in Ultra Rare, der sehr alt ist, sondern das ist eine Tokyo Dome Preiskarte. Und zwar eine der etwas teureren Tokyo Dome Preiskarten. Zuerst fällt natürlich auf, es ist das alte Layout. Es gibt wieder kein Auge von Anubis und es gibt wieder keine Set-Angabe. Und auch der Kasten hier oben, in dem sich Name und Attribut befinden, ist wieder in etwa genauso breit wie das Bild und nicht wie bei den heutigen Karten etwas breiter als der Bildrahmen. Ja, die Karte hat einen Wert von in etwa 200 Euro. Der Wert basiert jetzt auf den Angaben meines Händlers. Für diesen Preis könnte er mir diese Karte jederzeit besorgen. Auf eBay findet man sie natürlich wesentlich teurer, muss man sagen. Da geht es dann, speziell wenn sie PSA-graded ist, hoch bis in die 1000 Euro. Das sind allerdings Fantasiepreise. Und witzigerweise lag diese Karte zwischen den Cummins, die man mir hier mitgeschickt hat. Und ich habe dem Ganzen hier auch erstmal keine wirkliche Aufmerksamkeit geschenkt. Als er sich die Karte bei der Vorsortierung hatte, dachte ich mir, Moment mal, das könnte doch eine Tokyo Dome Preiskarte sein. Und nach einer kurzen Rücksprache mit meinem Händler Yannick, den ich euch übrigens auch in der Videobeschreibung verlinkt habe, falls ihr das bestellen möchtet, stellte sich heraus, ja, das ist die Tokyo Dome Preiskarte. Richtig, richtig nice. Ich denke mal, das ist der teuerste Teil, der hier dabei war. Weiter geht es mit dem Superkriegslöwen in Ultra Rare aus dem Premium Pack 2. Auch das ist eine sehr alte Karte mit dem schmäleren Kasten, ohne das dem Auge von Anubis und mit fehlender Set-Angabe. Die einzige Besonderheit an der Karte ist noch, dass hier Replica steht. Das liegt daran, dass diese Karte im OCG auch mal eine Preiskarte war, geprintet damals als Normal Monster, heute unbezahlbar. Und weil das eines der ersten Reprints in Anführungszeichen dieser Preiskarte ist, wurde hier eben das Wort Replica seitlich aufgedruckt. Wir kommen später zu einer Karte, bei der das dann eben nochmal der Fall ist. Und dazu haben wir eben das Kriegslöwen-Ritual. Weiter geht es mit der maskierten Bestie aus Spell of Mask. Die Karte gab es natürlich auch noch in diversen anderen Raritäten wie Ultra und Ultra Parallel Rare. Und naja, das ist eine Karte, die findet man halt ab und zu in gewissen Ordnern von OCG-Sammlern. Und ich persönlich habe keinen nostalgischen Bezug zu dieser Karte. Die ist in meiner Kindheit irgendwie nicht präsent gewesen oder irgendwie flöten gegangen. Ich finde sie ist aber sehr, sehr schön designt und speziell in Ultimate Rare macht sie einiges her. Weiter geht es mit dem geflügelten Drachen, dem Festungswächter 1 hier in Super Rare aus dem Set EX und beziehungsweise dem Kürzel EX03. Ja, diese Karte kommt aus der EX Starterbox, die am 16.12.1999 released wurde. Das Set besteht aus etwas über 80 Karten und besteht aus zwei Super Rares, zwei Secret Rares, zwei Ultra Rares und dem Rest eben Cummins. Das hier ist jetzt eine der beiden Super Rares und ich finde es schön, die Karte hier auch mal so in Super Rare zu sehen. In alter Qualität, in alter Frische sozusagen. Besonders viel wert ist die Karte, denke ich mal nicht. Genaueres erfahre ich erst heute Abend mit meinem Händler oder bei meinem Händler, von meinem Händler, wie auch immer. Und das Ganze führt uns natürlich zur zweiten Super Rare, nämlich dem Vollstrecker. Diese Karte kommt auch aus dem
oder aus der EX Starter Box. Na, wir haben also quasi beide Super Rares. Weiter geht's mit einer Ultra Rare aus der Starter Box, nämlich der Drachenrufflöte in Ultra Rare. Naja, okay, das war jetzt etwas doof, hat sich ja selbst erklärt. Mehr braucht man dazu auch, glaube ich, gar nicht sagen. Ich schätze mal, die zweite Ultra wird dann der Herr der Drachen sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil die zweite Ultra habe ich hier nicht. Ich habe hier nur die erste. Muss ich mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall eine der beiden Ultra Rares. Dann geht's weiter mit einer der Secret Rares aus dem Set, nämlich die Kartenzerstörung. Sehr schön, das Ganze mal im Prismatic Secret und dem alten Layout zu sehen. Und der zweiten Secret aus der Starterbox, nämlich Seelentausch, die natürlich auch uns ein Begriff sein sollte. Jetzt geht es weiter mit einer ebenfalls recht schönen Karte, wie ich finde. Das sind so die Arten von Karten, die ich häufig zum Beispiel von Eduard oder von Erik als Bonus dazu bekommen habe. Das hier ist der Schwertkämpfer von Landstern. Wir kennen ihn eigentlich nur als Kamen, soweit ich weiß. Im TCG, im OCG kam er hier eben im Structure Deck Joey als Super Rare raus. Es freut mich, diese Karte hier im alten Layout natürlich, allerdings eben schon mit breiterem Kasten, Setangabe und Auge von Anubis, dennoch in holographischem Zustand, sage ich jetzt mal, zu sehen. Und das Ganze führt uns zu einer weiteren Karte aus dem Structure Deck Joy, nämlich dem gebieterischen Ritter, den wir hier natürlich in Secret Rare aus der ursprünglichen Collection Tin Reihe sowie in Super Rare aus Dark Beginning oder Dark Revolution war es kennen. Jetzt kommen wir zum herbeigerufenen Totenkopf im alternativen Artwork. Die Karte kommt aus der Limited Edition 3. Von dieser Limited Edition gab es drei Versionen. Natürlich mal wieder die Yugi Limited Edition, dann die Kaiba Limited Edition und die Joey Limited Edition. Jedes Set verfügte eben über drei Karten und eine dieser drei aus der Yugi Edition war der herbeigerufene Totenkopf. Die anderen waren mystischer Blendspiegel und Makyu, der magische Nebel. Dann geht es weiter mit dem dunklen Magiermädchen aus dem Premium Pack 4. Relativ interessant ist, dass diese Karte bei Sammlern sehr beliebt ist. Sie wird teilweise bis zu 20 Euro verkauft, also das sind jetzt Infos, die habe ich so von meinem Händler. Obwohl man das ganze Premium Pack für einen 10er bekommen könnte, sie ist also im Prinzip eigentlich nichts wert. Ne? Es ist halt eine Karte, nice to have, und auch hier haben wir aufgrund der Tatsache, dass es eine sehr, sehr teure Preiskarte dieser Variante hier gibt, dieser Varianzen, sie auch wirklich exakt so aussieht, haben wir hier unten das Replica stehen. Es gibt ja viele Magiermädchen-Fans, die alle Versionen sammeln möchten. Ich kannte auch einen, der wollte tatsächlich alle Versionen haben, also alle aus dem TCG und OCG, und da war die natürlich auch eine relevante Karte für ihn. Von der waren, glaube ich, 5 Stück bei. Leider ist das die einzige, die ich brauchbar, oder die ich brauchbar, genau, die eben brauchbar war. Alle anderen waren halt wirklich komplett zerstört und sie ist natürlich auch wieder unzensiert, also hier mit diesem Davidstern und den unzensierten Brustpartien. Und ist auf jeden Fall eine sehr schöne Karte aus dem Premium Pack, die erste Karte, um genau zu sein. Wir haben auch das komplette Premium Pack hier beieinander. Die nächste Karte, die da kommt, ist nämlich der Dunkle Magier, den wir ja dann in den Yugi Legendary Decks bekommen haben. Hier war der ursprüngliche Print der Karte meines Wissens nach, oder einer der ältesten Prints auf jeden Fall. Sonderlich viel mehr gab es da damals nicht. Es waren auch noch einige aus Korea dabei von dieser Variante hier, allerdings in einem anderen Layout, und deswegen habe ich nur diese eine hier jetzt reingenommen. Die anderen werden wohl nicht gezeigt, auch nicht in den nächsten Folgen Neuzugängen, die sich, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wiederhole, aber ebenfalls um diese 1000 Karten hier drehen werden. Dann geht es weiter mit den 1000 Messern. Wir sind immer noch beim Premium Pack 4. Eine sehr, sehr alten Zauberkarte, die bei uns in Prismatic Secret Rare erschienen ist. Dann dem dunklen magischen Vorhang, der bei uns ebenfalls in einem Premium Pack in Secret Rare erschienen ist und hier unzensiert ist. Denn was bei uns nicht der Fall ist, ist, dass wir hier keinen Baphometen haben. Das wurde bei uns zensiert. Hier ist das Ganze natürlich unzensiert, was die Karte für meine Sammlung, für mein Projekt natürlich umso interessanter macht. Die haben wir auch gleich mehrfach, 4-mal, glaube ich, müsste die hier drin sein, genau. Legen wir die mal beiseite, dann geht's weiter mit ja, der mystischen, / magischen, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, die mystische Box ist das, die gibt's bei uns tatsächlich auch in Holo als Super Rare, hier eben als Ultra Rare. Ich persönlich empfand die Karte eigentlich schon immer als relativ cool, mir gefallen, viel hat auch dieser extrem grüne, schräge Farbton mit diesen Boxen. Ich weiß nicht, mir gefällt diese Karte einfach extrem gut.
Und als Ultra Rare natürlich noch wesentlich besser als unser Super Rare Prince. Sehr schön, hatten wir hier mehrfach dabei, allerdings auch nur eine, die tatsächlich brauchbar war. Und dann zu guter Letzt die sechste und letzte Karte aus dem Premium Pack 4, der magische Zylinder. Die haben wir hier als Playset. Es waren, glaube ich, auch bis drei dabei. Die waren alle drei in einem halbwegs guten Zustand. Und ich glaube, das Ganze ist selbsterklärend, muss ich nicht mehr allzu viel zu sagen. Jetzt kommen wir zu einer Karte, die wirklich stark zensiert wurde bei uns. Und das ist Dark Bolter the Terrible. Wir persönlich kennen sie ja aus, ich glaube, Legacy of Darkness. Die kam ursprünglich raus in Struggle of Chaos in Japan. Struggle of Chaos erschien übrigens am 20.09.2001 und wurde dann später mit dem ebenfalls Japan- oder OCG-exklusiven Set Mythological Age bei uns als Legacy of Darkness herausgebracht. Wir haben die, glaube ich, auch als Super Rare oder Rare bekommen. Ich glaube, es war Super Rare. Und bei uns haben eben hier die Hörner und die Flügel im Hintergrund gefehlt. Ich persönlich finde, dass er als unzensiertes Artwork natürlich nur einiges garstiger und böser aussieht. Das gefällt mir einfach wesentlich besser. Weiter geht's mit dem Toon Cannon Soldier. Eine Karte, die wir natürlich auch in einer wesentlich teureren Variante im TCG haben, nämlich aus dem Tournament Pack 6. Da habe ich ja auch ein paar, wie wir wissen. Die hier stammt jetzt allerdings aus dem Structure Deck Pegasus, das eben auch im OCG erschienen ist, und zwar am 21.03.2002, und das war eben eine Ultra Rare aus diesem Starter-Deck. Was ich mit der jetzt machen werde, das weiß ich persönlich noch nicht. Und dann haben wir natürlich noch hier das Toon-Inhaltsverzeichnis in Super Rare, das ebenfalls aus dem Structure-Deck Pegasus stammt. Jetzt kommen wir zu einer sehr, ich sag mal, interessanten Karte, nämlich dem Baphomet. Hier aus, ich fange anders an. Jedenfalls, das hier ist der Baphomet, das wissen wir in Ultra Rare. Wir kennen ja alle diese ganzen G4-Promos. Das Kürzel hier ist G4B1 und wir kennen diese ganzen G4-Promos, die Götterkarten in Prismatic, Secret Rare und so weiter und so fort. Haben wir ja auch schon unzählige Male gesehen. Das hier ist eine Besonderheit, denn zu diesem Spiel, ja, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4, kam dann auch ein Game Guide raus. Und zwar am 7.12. im Jahre 2000. Und zu diesem Game Guide gab es eine Promo. Und das war eben hier der Ultra Rare Baphomet. Ich weiß nicht, wie viel er geht, ob er was wert ist, ob er nichts wert ist, vermutlich nicht sonderlich viel. Aber es ist eine sehr besondere Karte. Die einzige Promo quasi, also die einzige Set-Karte, die da eben drin ist. Da es ja eben nur eine Promo gab. Und für mich persönlich dementsprechend was ganz Besonderes. Und es freut mich, den in der Sammlung begrüßen zu dürfen. Dann geht es weiter mit dem Premium Pack, und zwar mit dem nächsten Premium Pack, dem Premium Pack 5, das damals rausgekommen ist. Da haben wir jetzt auch einige Karten. Wir haben hier den Harpien Flederwisch zweimal. Den haben wir hier in Deutschland oder im TCG, glaube ich, gar nicht in Ultra, sondern nur in Secret Rare meines Wissens nach, in Prismatic und im normalen Secret Rare. Ist auch verboten bei uns. Im OCG ist ja, glaube ich, erlaubt. Sehr schön auf jeden Fall. Gefällt mir in Ultra Rare auch extrem. Wobei ich sagen muss, dass mir Secret Rare wesentlich besser gefällt. Dann haben wir den Crush Card Virus in Ultra Rare. Diese Karten gab es im Übrigen auch als Ultra Parallel Rare am Ende noch. Ne? Also es gab nicht nur Ultras in dem Set, sondern auch diese ganzen Ultra Parallels. Da sehen wir dann auch gleich noch eine. Finde ich auch extrem cool hier in diesem ganz, ganz alten Layout. Das sind auch Karten, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich diese Karten wirklich hergeben möchte. Es gibt ja Karten, die ich hieraus hergebe, weil es die auch im TCG in derselben Rarität gibt. Allerdings bei so ganz alten Sachen, wo ich vielleicht auch das komplette Set zusammen habe, zum Beispiel beim Premium Pack 4, da will ich das vielleicht noch für andere Projekte hernehmen. Da bin ich mir jetzt wirklich noch nicht ganz sicher. Jedenfalls haben wir ja den Crush Card Virus, richtig cool. Dann haben wir natürlich, oh Gott, wie hieß sie nochmal, Kunai mit Kette im unzensierten, in Anführungszeichen, Artwork oder im alternativen Artwork. Das ist eigentlich ein ganz anderes Artwork, also alternativ. Richtig schön, gefällt mir auch ganz gut, haben wir hier auch zwei Stück bekommen, auch beide in einem recht guten Zustand. Dann haben wir einen Red Eyes Black Metal Dragon, genau. In Ultra Rare gibt es bei uns auch nicht in Ultra. Ich kannte mal einen, der hat den eBay Shop, der hat da ein paar OCG-Karten verkauft, bei dem habe ich ab und zu mal TCG-Karten bestellt, und der hatte den, glaube ich, für 20 Euro oder so drin. Richtig astronomischer Preis. Ich glaube, der wird heute noch in dem eBay Shop rumschimmeln. Den kauft für den Preis niemand. Und zu guter Letzt, und hier haben wir ein Beispiel für eben eine dieser Ultra Parallel Rare Karten. Dahinter habe ich sie auch nochmal im normalen Ultra Rare. Das ist umfangreiche Verwüstung.
Die achte Karte aus dem Premium Pack 5. Und ich persönlich finde es halt cool, dass diese Premium Packs ein bisschen variabler waren als unsere heute. Wir haben ja, oder unsere, was heißt unsere heute? Wir haben ja aktuell keine mehr. Wir hatten welche und die bestanden halt nur aus Secrets und Supers. Und hier ist es eben, finde ich, besser gelöst mit den Ultras und den Ultra Parallels. Ich finde diese Kombination einfach wesentlich besser. Das soll es gewesen sein mit der Sendung. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Neuzugänge, die sich natürlich wieder um diese 1000 Karten, die mir Junks Playground geschickt hat, drehen wird. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.